Moin, liebe Topfamilie und liebe Fußballfreunde da draußen. Und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und zum zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga. Ja, die zweite Liga steht hier wieder an. Der erste Spieltag ist vorbei. Und hier der Hinweis, später 14 Uhr kommt das erste Tippspielvideo. Der erste Spieltag zur dritten Bundesliga um 14 Uhr. Deswegen unbedingt einschalten. Außerdem gab es gestern gab es schon die XXL-Saisonprognose mit Uwe und mir zur Bundesliga. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, checkt das Video unbedingt aus. Ja, also der erste Spieltag der zweiten Bundesliga ist jetzt vorbei. Und vielleicht hat man schon eine Tendenz, vielleicht hat man keine Tendenz. Auf jeden Fall gab es sehr torreiche Spiele. Gerade natürlich das Eröffnungsspiel, wo wir gleich auch nochmal drauf schauen werden, war sehr, sehr torreich. Und ansonsten, ja, fielen aber trotzdem viele Tore, muss ich sagen, im Vergleich. Womit ich jetzt irgendwie nicht so gerechnet habe, dass so viele Tore fallen. Auf jeden Fall. Lasst dir gerne einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und schreibt eure Tipps jetzt zum zweiten Spieltag unten in die Kommentare. Ich bin wie immer sehr, sehr gespannt auf eure Meinung. Was glaubt ihr, wer wird gewinnen, wer wird verlieren, wo wird es ein Unentschieden sein? Ja, demzufolge gucken wir jetzt mal, wie ich die Spiele getippt habe und erkläre ich euch auch nochmal, wie das Punktesystem funktioniert, damit ihr auch immer für euch eure Punkte mit ausrechnen könnt. Also, blicken wir auf die Spiele und sehen. Hamburg-Schalke. Ich habe 2-1 getippt, das Spiel endete 5-3. Demzufolge nur 5 Punkte, denn die Tendenz ist richtig. Hätte jetzt Hamburg, oder hätte ich jetzt nur 1-0 Hamburg getippt oder 3-1, wären es auch nur 5 Punkte gewesen. Es ist die Tendenz und ansonsten habe ich nichts weiter richtig getippt. Aber 5-3 endete das Spiel, also das war wirklich sehr torreich, also beide haben Fehler gemacht, aber da gehen wir gleich nochmal bei den Tippspielen ja so ein bisschen drauf ein, wie ich dann ja tippen werde. Ja, Lautern gegen Pauli hole ich 7 Punkte. Leider habe ich mich falsch entschieden. Ich habe 2-3 getippt, es endete 1-2. Demzufolge ist es ja die gleiche Tordifferenz. Die Tordifferenz von einem zugunsten von Pauli. Demzufolge 7 Punkte. Hannover-Elversberg habe ich 2-0 getippt. Es endete 2-2. Ich habe die 2 von Hannover richtig getippt, deswegen 1 Punkt. Osnabrück-Karlsruhe endete das Spiel 2-3. Ich habe die 2 von Osnabrück richtig getippt bei meinem Tipp von 2-2. Demzufolge auch hier nur 1 Punkt. Das gleiche auch bei Wiesbaden gegen Magdeburg. Ich habe 1-3 getippt. Ich habe die Tore von Wiesbaden richtig getippt. Das Spiel endete 1-1. Das Topspiel zwischen Düsseldorf und Hertha endete 1-0. Ich habe 2-1 getippt, deswegen auch hier die Tordifferenz von 1 zugunsten von Düsseldorf. Demzufolge 7 Punkte für mich. Fürth-Paderborn, ja, ich habe 1-1 getippt und das Spiel endete 5-0 für Fürth. Also der aktuelle Tabellenführer grüßt aus dem Süden, aus Fürth. Demzufolge, das ist das einzige Spiel, wo ich 0 Punkte geholt habe. Rostock-Nürnberg hole ich 6 Punkte, denn ich habe richtig getippt, dass Rostock gewinnt und die Tore von Nürnberg richtig getippt. Nehmen wir jetzt mal an, das Spiel wäre auch 2-0 ausgegangen und ich hätte jetzt 2-1 getippt, da musste ich jetzt so kurz überlegen, hätte ich jetzt 2-1 getippt, dann wären es auch 6 Punkte gewesen, weil ich die Tore von Rostock dann in dem Fall richtig getippt hätte. Also Tendenz einer Mannschaft richtig plus Tore einer Mannschaft. Demzufolge 6 Punkte, ja, und bei Braunschweig Kiel habe ich die 1 von Kiel richtig, die haben 1-0 in Braunschweig gewonnen. Demzufolge komme ich auf 29 Punkte und das ist ein Punkt mehr, wie ich letztes Jahr am ersten Spieltag in der zweiten Liga geholt habe. So viel auf jeden Fall eben kurz zu diesem Prozedere. Also meine Lieben, ich bin sehr auf eure Kommentare gespannt, was ihr glaubt, wie die Spiele ausgehen werden und deswegen würde ich sagen, starten wir rein mit dem ersten Spiel. Und das heißt Absteiger gegen Aufsteiger. Hertha BSC gegen Wien Wiesbaden. Ha. Also, Hertha hat jetzt in Düsseldorf verloren. Ich finde, Hertha hatte ein paar gute Ansätze, aber es war mir dann doch insgesamt zu wenig. Wiesbaden, mutig gespielt, einen Punkt geholt, gegen Magdeburg, von daher ist okay,
Wobei ich sagen muss, erste Halbzeit fand ich Magdeburg stärker, zweite war es so etwa echt auf Augenhöhe. Von daher ist das dann auch, sag ich mal, ein verdienter Punktgewinn für beide in dem Fall. Oh, das ist jetzt schwer zu sagen. Hertha spielt jetzt aber zu Hause und das Olympiastadion macht eben Stimmung. Es ist laut, man will das eigene Team unterstützen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Hertha hier gewinnt, wenn auch nur knapp. Wie gesagt, jetzt sind sehr, sehr viele Tore ja am Spieltag gefallen. Ich bin deswegen vorsichtig und sage jetzt in Anführungszeichen nur 1-0 für Hertha. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. 1-0 Hertha. Kommen wir zum zweiten Spiel und das Spiel heißt Paderborn gegen Osnabrück. Kommen wir gleich jetzt zu dieser Mannschaft, die in einem torreichen Spiel gegen Karlsruhe verloren hat, 2-3, wo ich sagen muss, es war trotzdem ein starkes Spiel. Leider kein Punktgewinn, eben zu Hause mitgenommen. Osnabrück hat sich gesteigert im Spiel, dann kam aber echt dieses Traumtor. Holy shit, also das war wirklich auch stark gespielt. Und ja, und Paderborn hat eine Klatsche bekommen. Letztes Jahr hat man noch gegen Karlsruhe am ersten Spieltag 5-0 gewonnen. Jetzt hat man selbst 5-0 verloren in Fürth. Also von daher, verkehrte Welt, kann man vielleicht so ein bisschen sagen. Erwartungen waren vielleicht an Paderborn hoch, waren aber auch natürlich in Unterzahl gegen Fürth. Kann man jetzt darauf schieben, aber auch eben so ein bisschen darauf, dass die Chancenverwertung und die Chancen dann auch eben Mangelware waren. Jetzt spielt man zu Hause und zu Hause ist man eigentlich dafür bekannt, ja auch viele Tore zu schießen. Osnabrück verkauft sich aber auch nicht unter Wert und ich schwanke jetzt tatsächlich zwischen einem 1-1 und 2-2, allein aber nur aus dem Grund auch, weil ich finde, Osnabrück hat gute Ansätze gezeigt und ich traue es denen zu, einen Punkt mitzunehmen. Und deswegen ist so die Frage, wird das eher ein torreiches Spiel, eben 2-2, oder so ein vorsichtiges Spiel, 1-1? Ha, ich bin jetzt vielleicht doch mutig und gehe mit einem 2-2, wobei meine Tendenz leicht noch bei einem 1-1 ist, aber das ist fast ausgeglichen. Ich entscheide mich aber für ein 2-2. Ja, wir kommen jetzt zu einem grandiosen Spiel. Das hätte ein Topspiel sein können. Hätte eigentlich vielleicht sogar das Topspiel sein müssen, aber dann wäre es eine Mannschaft gewesen, die zweimal hintereinander ein Topspiel eben bestreitet. Nämlich reden wir von St. Pauli gegen Düsseldorf. Da sprechen wir über zwei Gewinner jetzt vom ersten Spieltag. St. Pauli hat eben in Lautern 2-1 gewonnen. Wobei man da sagen muss, jetzt so als Analyse natürlich, ja, vielleicht hat, also ich sag jetzt nicht, die haben es zu 100%ig verdient zu gewinnen, weil das war ein Spiel fast auf Augenhöhe, gerade in der zweiten Halbzeit. Beide hatten die Chancen, Lautern hat auch gut gespielt, dennoch, sag ich mal, der glückliche Treffer, das klingt so, als wäre das mit Glück wäre, aber jedenfalls mit dem glücklicheren Ende für St. Pauli. Düsseldorf, finde ich, hat taktisch gut gegen Hertha gespielt. Düsseldorf, finde ich, ist sowieso dafür bekannt, wie auch eben St. Pauli, dass man defensiv auch wirklich gut steht. Also dafür ist ja Düsseldorf, finde ich, auf jeden Fall auch gut bekannt. Und deswegen treffen wir hier auch eben auf zwei Mannschaften, die in der Defensive echt gut dastehen. So, und das ist jetzt so eben das Problem, was ich habe, weil ich traue es beiden Mannschaften zu gewinnen. Ich freue mich, dass Daniel Ginczek ja für Düsseldorf auch getroffen hat. Ist ja, ich denke jetzt mal ja schon die Nummer 1. Trotzdem muss man da ja auch nochmal ein bisschen eine Offensive ja zulegen aus Düsseldorfer Sicht. Auf dem Transfermarkt, boah. Also ich habe so verschiedene Sachen im Kopf. Ich habe ein 2-1 für Pauli, ich habe ein 2-1 für Düsseldorf. Ich habe aber auch ein 1-1, weil ich mir vorstellen könnte, dass das ein unentschiedenes Spiel wird. Aber genauso wie ich das, jetzt muss ich kurz überlegen, bei welchem Spiel war das jetzt am letzten Spieltag, wo ich das gesagt habe? Genau, bei Hamburg gegen Schalke. Genau da habe ich auch zu euch gesagt, das ist für mich
ein Spiel Hamburg-Schalke, wo man unentschieden tippen könnte. Ich glaube aber, eine Mannschaft gewinnt. Und genau das gleiche Gefühl habe ich hier auch. Es gibt, wird auch Spiele noch geben, das weiß ich, dass ich dann eher sage, nee, ich glaube, das wird doch ein unentschiedenes Spiel. Vielleicht entscheide ich mich jetzt richtig, vielleicht falsch. Aber ich glaube auf jeden Fall, hier wird eine Mannschaft gewinnen. Wenn ich jetzt auf den Kader schaue und auf die Leistung, wie man insgesamt vielleicht in der Vorbereitung und aber auch noch in der letzten Saison war, geht meine Tendenz knapp nach Hamburg auf St. Pauli. Und deswegen werde ich hier 2-1 tippen für St. Pauli. Knappes Spiel. Kommen wir zum nächsten Spiel, das da heißt Holstein Kiel gegen Greuther Fürth. Ja, auch hier sprechen wir über zwei Gewinner. Kiel 1-0 nur knapp in Braunschweig gewonnen. Man muss sagen, ja, Kiel war offensiv besser. Lag vielleicht auch ein bisschen daran natürlich, dass Braunschweig eben in Unterzahl war. Dann leider mit dem glücklichen Ende eben in der Nachspielzeit, was natürlich sehr bitter ist für Braunschweig, dass man eben diesen Punkt nicht zu Hause mitgenommen hat, obwohl man in Unterzahl war. Ja, und Fürth hat auch eben davon profitiert, dass eben Paderborn in Unterzahl war, hat aber 5-0 gewonnen. So, ist jetzt natürlich so die Sache, wie setzt man das gleich? Beide gegnerischen Mannschaften waren in Unterzahl. Fürth war dann demzufolge in Überzahl. Ab Minute, was war das nochmal? 9, 10 irgendwie so in etwa war das. Und Kiel aber erst ab der zweiten Halbzeit. Kiel war natürlich aber auch davor schon immer deutlich aktiver, haben aber Chancen nicht immer so hundertprozentige genutzt oder die Chancen gut herausgespielt. Fürth hat mir spielerisch gut gefallen und ich traue es denen zu, in Kiel den Schwung mitzunehmen und zu gewinnen. Ich glaube, es wird auch wieder ein gutes Spiel werden. Ich glaube, das könnte eines der torreichsten Spiele mit Abspieltag werden. Und ich tippe hier auf ein 2-3 für Fürth. Letzte Saison war das ja, glaube ich, ein Unentschieden. War das nicht auch so relativ am Anfang, wo da sogar, wo beide gespielt haben? Ah, nein, das war sogar am ersten Spieltag. Da hat man 2-2 gespielt in Fürth. Also von daher, hier glaube ich aber, wird das ein 2-3 für Fürth. Kommen wir zum nächsten Spiel, das da heißt Elversberg gegen Rostock. Ja, Elversberg, finde ich, hat gegen Hannover stark gespielt. Klar, jetzt nur ein Punkt, aber spielerisch haben sie mir besser gefallen als Hannover. Rostock hat gewonnen, 2-0, also in dem Sinne, sage ich mal, eben die Aufgabe erfüllt, die man sich in dem Sinne gesetzt hat. Schwierig zu sagen. Auf jeden Fall ist es lustig, weil wir kommen ja noch später zu einem anderen Spiel, was lustig ist, so die Parallele oder, sage ich mal, die Umstellung. Also, Elversberg mutig gespielt, hat mir gefallen insgesamt. Dann war es vielleicht, sage ich mal, vielleicht die Kondition, vielleicht die Zeit, eben, dass man doch nicht eben so die Führung eben dann über die Zeit gerettet hat. Rostock hingegen, finde ich, hat taktisch gut gespielt, hat das gut gemacht und ich traue es denen zu, in Elversberg auf jeden Fall auch zu gewinnen. Genauso traue ich es aber zu, dass das auch wieder ein Unentschieden-Spiel wird. Ich glaube nicht, dass Elversberg gewinnt, so leid es mir tut, jetzt an alle Elversberger Fans. Also entweder ist es für mich hier ein 1-1 oder ein 1-2 für Rostock. Ich gehe hier auf ein... Boah, das ist jetzt schwer. Also ich weiß, wo ich später noch unentschieden tippen werde. Ah, oder ist das hier ein Unentschieden-Spiel? Nee, also ich kann hier tatsächlich nicht unentschieden tippen. Ich tippe 1-2 für Rostock. Kommen wir zum Topspiel in der zweiten Liga und ja, es ist ein Spiel ja schon, kann man sagen, doch schon irgendwie mit einer gewissen Tradition ja eben. Nämlich spielt Schalke zu Hause gegen Lautern. Schalke, der ewige Zweite, wenn dann eher, wie man das ja auch bei Leverkusen sagt, gegen Lautern, die ja einmal schon mal deutscher Meister ja wurden. Also,
Beide sind mit einer Niederlage gestartet, aber unterschiedlich. Lautern, finde ich, hat ja gegen St. Pauli eigentlich noch relativ gut gespielt. Bei Schalke muss ich sagen, was ich im Eröffnungsspiel gesehen habe, bin ich in dem Sinne zwiegespalten. Uedraogo, tolles Tor. Schön mit dem Körper da eingesetzt und das Tor gemacht. Und Terodde sowieso ist ein Goalgetter schlechthin. Aber die Defensive war mir da viel zu wackelig. Also, die war so anfällig in gewissen Situationen, dass man irgendwie, gerade irgendwie beim Gegenpressing, überhaupt nicht mitgekommen ist. Bei Lautern finde ich, die haben das vom Stellungsspiel, sei es beim Pressing oder Gegenpressing, eigentlich gut gemacht. So, wenn man jetzt erstmal auf einen vermeintlichen Favoriten hier erstmal festmachen will, ist es Schalke. So. Boah, ich tue mich aber schwer jetzt sozusagen, Schalke gewinnt 2 oder 3-0. Ich weiß nicht, ob noch transfermäßig dann noch was passiert. Ich traue Lautern zu, da einen Punkt mitzunehmen. Also ein 2-2 habe ich im Kopf für ein grandioses Topspiel. Genauso habe ich aber, und das klingt jetzt komisch, ein 2-0 für Schalke im Kopf. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt natürlich eine Reaktion eben nach diesem Spiel zeigt und man nach dem zweiten Spieltag eine ausgeglichene Tordifferenz auch wieder hat von 0. Aktuell ist sie ja bei minus 2. Zwischen diesen beiden Sachen schwanke ich gerade. Also da kann ich jetzt nicht irgendwie was addieren, weil dann ist es 4 und dann 4-2 und dann wäre es 2-1, dass ich tippen müsste für Schalke. Boah, sehe ich dann 2-1 für Schalke? Das kann genauso gut sein. Weil ich ja 2-2 im Kopf habe und ein 2-0. Tippe ich jetzt 2-1 Schalke? Das Ding ist, ich glaube nicht, dass wir jetzt am zweiten Spieltag viele Spiele haben werden. Zumindest sagt mir das mein Gefühl, dass wir sehr, sehr viele 2-1 haben werden. Vielleicht so ein 1-0 auch oder so ein knappes 2-0. Ich bin jetzt mutig, ich sage ja, Schalke wird sich noch in der Saison auch steigern, aber aktuell ist es für mich jetzt eher so ein 2-2, rein vom Gefühl, womit ich eben gehe. Kommen wir zu den Sonntagsspielen und tippen hier als erstes Karlsruhe gegen Hamburg. Zwei Gewinner. Karlsruhe 3-2 gegen Osnabrück, in Osnabrück gewonnen und Hamburg eben das Auftaktspiel zu Hause gegen Schalke gewonnen. Da hat man natürlich ein Ausrufezeichen gesetzt. Dennoch muss man sagen, ja, Offensive stark, genauso aber trotzdem auch Defensive schwach. Was man ja auch bei Schalke sagen muss. Also deswegen, da gibt es eben gewisse Punkte, die man dann auch eben auch verbessern muss im Laufe der Saison. Und so viel kann ich auch schon mal sagen. Wenn es jetzt wirklich die Saison mit dem Aufstieg nicht mal klappen sollte, dann, so leid es mir tut, muss ich sagen, muss Walter eigentlich auch als Trainer gehen. So leid es mir tut, aber wenn man das jetzt wieder nicht schafft, irgendwie, sag ich mal, das dritte Mal in Folge ja mit ihm dann nicht aufzusteigen, dann muss da ein neuer Wind rein. Wollte ich hier trotzdem kurz so zwischengeworfen haben, obwohl das nichts mit meinem Tippen zu tun hat. Karlsruhe spielt zu Hause. Eigentlich in Ordnung, spielen stark, haben gute Tore natürlich gegen Osnabrück gemacht, genauso aber auch eben trotzdem zwei Gegentore bekommen. Hamburg, offensivfreudig, Defensive muss verbessert werden. Vielleicht tippe ich zu hoch, vielleicht auch nicht, aber ein Gefühl sagt mir irgendwie 1-3 für Hamburg. Ist irgendwie so ein Feeling gerade. Kommen wir zum vorletzten Spiel, das da ist, Magdeburg gegen Braunschweig. Ja, leider hat Braunschweig noch verloren. Ich finde, obwohl man in Unterzahl war, hat man das trotzdem noch gut runtergespielt. Klar, man hatte jetzt nicht so große Chancen mehr, die aber dann auch nicht vielleicht so konsequent eben auch ausgespielt wurden. Demzufolge leider eine knappe 1-0-Niederlage. Magdeburg unentschieden gespielt gegen Wiesbaden, in Wiesbaden. Das ist so ein Spiel, da kann alles passieren, wenn ich ehrlich bin. Da kann alles passieren. Also ein Sieg Magdeburg, ein Sieg Braunschweig, ein Unentschieden. Also ich sag mal, mit einem Unentschieden geht man hier eigentlich so ja fast mit am sichersten mit.
eben so ein 1-1. Genauso aber habe ich das Gefühl, Braunschweig könnte aber auch jetzt gewinnen nach dieser Niederlage und dass man sagt, so, komm, jetzt hier ein bisschen Feuer unterm Hintern. Also ich glaube, ich kann hier nichts anderes tippen als ein Unentschieden. 1-1. Bin ich ehrlich. Ja, und dann kommen wir zum letzten Spiel an diesem Spieltag. Das da heißt Nürnberg gegen Hannover. Nürnberg verloren gegen Rostock, in Rostock. Zweite Halbzeit fand ich stärker von Nürnberg als die erste. Dennoch finde ich, hat man sich nicht belohnt mit gewissen, sag ich mal, Offensivaktionen und Chancen, noch ein Tor zu machen. Hannover, ich will es nicht sagen, hat so weitergemacht, wie man am Ende der letzten Saison war. Das Ding ist aber, Hannover hat gegen Elversberg nicht gut gespielt. Man hatte gute Chancen, wo man manche Chancen eben nicht genutzt hat und dann wurde es am Ende eben doch nur ein 2-2. Das ist halt auch wieder so ein Spiel, so wie eben mit Magdeburg-Braunschweig, wo alles passieren kann. Also, ein Gefühl sagt mir, dass das ein Unentschieden-Spiel sein kann oder Hannover gewinnt knapp. Ich sehe Nürnberg jetzt irgendwie nicht als Favoriten. So rein vom Gefühl. Also entweder gehe ich hier mit einem 0-1 oder 1-1. Jetzt ist die Frage, womit gehe ich? Ich bin mutig und ich sage 0-1 für Hannover. Ja, das sind hier auf jeden Fall meine Tipps für den zweiten Spieltag. Hier seht ihr jetzt, wie die Tabelle aussehen würde, jetzt nach meinen Tipps. Draufgerechnet eben nach dem ersten Spieltag, wie es ja auch ausgegangen ist. Also nicht, wie ich letzte Woche ja getippt habe, sondern eben jetzt nur darauf gerechnet, wie das jetzt sein wird nach dem zweiten Spieltag. Das ist mein Tipp eben jetzt gewesen. Was sind eure Tipps? Schreibt es sehr gerne unten in die Kommentare hin. Lasst einen Daumen nach oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Und später, wie gesagt, 14 Uhr kommt dann das erste Video zur dritten Bundesliga mit meinen ersten 10 Tipps. Ich bin auch schon sehr gespannt drauf. Also von daher, ihr wisst, was zu tun ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann, nicht in einer Woche wieder, wir sehen uns in 2 Wochen dann ja wieder, weil jetzt nicht dieses Wochenende, sondern darauf, das Wochenende ist DFB-Pokalzeit. Deswegen, sehen wir uns aber dann trotzdem zu anderen Videos auf meinem Kanal wieder und bis dann bleibt mir noch zu sagen, Anpfiff, Anpfiff, Tor. Ciao, liebe Top-Familie und Fußballfreunde draußen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.